Kunststoffe in der Zahnmedizin und Zahntechnik. Eine Präsentation von Max Leonard Köhler. Warum werden Kunststoffe in der Zahnmedizin verwendet? Zum einen weisen Kunststoffe vielseitige Eigenschaften auf und zum anderen bieten sie kostengünstige Herstellungsmöglichkeiten. Deshalb sind sie neben Metallen und Keramik der wichtigste Stoff in der Zahnmedizin. Was sind die Anwendungsbereiche eines Kunststoffs? Kunststoffe werden in Füllungen, Brücken, Kronen, in Klebstoffen, Prothesen, Provisorien sowie in Abformmaterialien und gelegentlich auch bei der Herstellung von Inlays verwendet. Die Kunststoffe in der Zahnmedizin unterliegen hohen Anforderungen. Zum einen dem wirtschaftlichen Aspekt. Sie müssen kostengünstig sein und eine hohe Haltbarkeit aufweisen. Neben den wirtschaftlichen Anforderungen werden an die Kunststoffe auch noch physische und ästhetische Anforderungen gestellt. Die physischen Anforderungen sind zum einen die gute Verträglichkeit für den Patienten, das heißt, dass keine Allergien bei ihm hervorgerufen werden. Außerdem ist die Reinigung und die Hygiene sehr wichtig und zum Schluss die Geruchs- und Geschmacksneutralität. Ästhetische Anforderungen sind einmal die Farbstabilität und der Echtheitsgrad im Vergleich zu normalen Zähnen. Der letzte Anforderungsbereich sind die funktionellen Eigenschaften der Kunststoffe. Hierbei wird sehr viel Wert auf die Stabilität gelegt. Auch die Formbeständigkeit ist sehr wichtig, damit es zum Beispiel bei Prothesen nicht zu Passungenauigkeiten kommt. Außerdem müssen die Kunststoffe resistent gegen das wässrige und saure Milieu im Munde des Patienten sein. Temperaturbeständigkeit und Polierbarkeit sind die letzten Eigenschaften, die der Kunststoff aufweisen sollte. Nun komme ich zu ein paar Begriffen, die im Laufe meiner Präsentation noch eine wichtige Rolle spielen werden. Inhibitoren wie zum Beispiel Hydrochinon verhindern die Polymerisation von Monomeren bei ihrer Lagerung. Akzellatoren dienen dazu, eine Reaktion zu beschleunigen. Vernetzer sind meistens Di- oder Triacrylate, die die Monomere so miteinander vernetzen, dass nicht nur die Van der Waals-Kräfte wirken. Dibenzolperoxid ist ein Initiator, der eine Polymerisation in Gang bringt. Bei den meisten Polymerisationen kommt es zu Schrumpfungen des Materials von 1-6%. Dies ist sehr erstaunlich, denn der intramolekulare Abstand zwischen den Atomen wird immer kleiner, obwohl sich die C-C-Doppelbindungen auflösen. Die Kunststoffe der Zahnmedizin werden in drei Untergruppen unterteilt. Das wären einmal die Komposite, PMMA und Silikone. Nun werde ich genauer auf die Komposite eingehen. Komposite sind zahnfarbene, plastische Füllungsmaterialien. Ihre Konsistenz gleicht der einer Paste. Ihre Anwendung finden Komposite im Bereich der Füllungen und bei Verblendung von Kronen und Brücken. Das Material der Komposite wird in drei Phasen unterteilt: die anorganische, die organische und die Verbundphase. Die erste Phase ist die anorganische Phase. Ihre Füllstoffe bestehen aus Glaskeramik und Silikaten. Silikate sind Salze und Ester aus den Kondensationsreaktionen der Kieselsäure.
Die Füllstoffe beinhalten außerdem sogenannte Makro- und Mikrofüller. Der Vorteil der Makrofüller ist zu einem ihre Größe. Sie sind größer als 5 Mikrometer, deshalb weisen sie eine hohe Härte auf. Ihr Nachteil liegt jedoch in der rauen Oberfläche. Durch die Größe ihrer Teilchen verfärbt sich dieser Stoff schnell und es kommt auch zu einem hohen Abrieb. Mikrofüller sind kleiner als 2 Mikrometer, weshalb sie sehr gut zu polieren und zu reinigen sind. Aufgrund ihrer fehlenden Härte und den kleinen Teilchen kommt es bei Mikrofüllern oft zu großen Polymerisationsschrumpfungen. Es muss also je nach Verwendungszweck eine gute Mischung zwischen Makro- und Mikrofüllern gefunden werden. Man kann dann folgende Eigenschaften verbessern. Zum einen die Härte und die Wasserabsorption und zum anderen die Polymerisationsschrumpfung und die Elastizität. Ein Beispiel für solche Verbesserungen bieten der Blick auf den Front- und den Seitenzahnbereich. Vor einigen Jahren hat man bei Arbeiten am Frontzahnbereich nur wenig dieser anorganischen Phase benutzt. Damit hatte der Zahn und der Kunststoff nur eine mechanische Verbindung. Er wirkte also wie draufgesetzt und außerdem war er nicht so stabil und hart. Heutzutage werden sogar Füllungen im Seitenzahnbereich vorgenommen, wo der Druck auf die Zähne viel größer ist. Die Zähne werden dann zuerst aufgeraut und ein Haftvermittler wird aufgetragen. Dieser Haftvermittler sichert die chemische Bindung zwischen dem Füllstoff und der Zahnhartsubstanz. Durch die Verwendung dieser anorganischen Phase wird der Füllstoff stabiler und hält sogar den Druck im Seitenzahnbereich und auch im Frontzahnbereich aus. Dies war früher nicht der Fall. Die organische Phase besteht als Hauptbestandteil aus den Monomeren von Metacrylat. Außerdem sind Initiatoren, Inhibitoren und Vernetzer dem Stoff hinzugefügt. Die Farbe wird durch die Farbstoffe bestimmt. Als Verbundphase bezeichnet man die chemische Bindung zwischen anorganischen Füllstoffen und der organischen Matrix. Hierbei findet eine sogenannte Silanisierung statt. Das heißt, das Silan geht eine Kondensationsreaktion mit den organischen Füllstoffen ein, wobei sich das Silan an die hydrophobe Oberfläche der Füllungen setzt oder anlagert. Außerdem geht das Silan kovalente Atombindungen mit der organischen Matrix ein. Ein Anwendungsbereich der Komposite sind die Füllungen. Füllungen werden verwendet, um Hohlräume oder Löcher in Zähnen zu verschließen. Die Komposite werden bei Füllungen angewendet. Sie werden in drei Gruppen unterteilt. Da werden zum einen die selbsthärtenden Komposite, die meist bei lichtundurchlässigen Bereichen angewandt werden. Die lichthärtenden Komposite, die werden angewendet, um den Aushärtezeitpunkt genau zu bestimmen. Und die Dualhärten, und das ist eben eine Kombination aus Selbst- und Lichthärten. Bei selbsthärtenden Kompositen kommt es zur Reaktion von einem Pulver und einer Flüssigkeit. Das Pulver besteht aus MMA-Perlpolymeren. Perlpolymere sind vorpolymerisierte Monomere, damit eine vernetzte Struktur am Ende entsteht, und Initiatoren, dem Dibenzylperoxid. Die Flüssigkeit besteht hauptsächlich aus MMA-Monomeren, also Methylmetacrylat, Akzellatoren und Vernetzern. Beim Anmischen dieser beiden Substanzen findet eine stark exotherme Reaktion statt. Da der Aushärtevorgang jetzt schon im Gange ist, muss man die Paste schnell auf die gewünschte Stelle auftragen. Die Substanz der lichthärtenden Komposite gleicht der einer Paste. Diese Paste hat als Hauptbestandteil wiederum MMA-Copolymere, die auch vorpolymerisiert wurden, Initiatoren, dem Dibenzylperoxid
und einem Inhibitor, dem Campherchinon. Diese Paste wird nun mit Halogenlicht bestrahlt. Bei der Bestrahlung mit Halogenlicht kommt es dann zu einer Reaktion und zum Aushärten der Paste. In diesem Video kann man die Lichthärtung eines Komposits, wie sie in einem Zahnlabor stattfindet, beobachten. Zuerst wird die zahnfarbene Kompositpaste auf die gewünschte Stelle aufgetragen. Der Zahntechniker versucht nun, die Paste so zu modellieren, dass sie einem echten Zahn sehr nahe kommt. Das Modell wird jetzt an ein Gerät gestellt und ca. eine Minute lang mit Halogenlicht bestrahlt. Hier findet eine radikalische Polymerisation statt. Nun wird wiederum eine Kompositpaste auf das Modell aufgetragen. Der Zahntechniker versucht abermals, eine naturgetreue Abbildung des Zahnes zu erlangen. Das Modell wird zur Aushärtung wieder mit Halogenlicht bestrahlt. Diese Wiederholung des Verfahrens nennt man in der Zahntechnik auch Mehrschichttechnik. Nach diesem Verfahren ist die naturgetreue Abbildung des Zahnes fertiggestellt. Dualhärtende Komposite sind eine Mischung aus selbst- und lichthärtenden Stoffen. Sie finden in bestimmten Bereichen des Mundes ihren Einsatz. Diese Bereiche sind einmal mit einer Halogenlampe zu erreichen, damit trotz eines hohen Speichelaufkommens eine Aushärtung der lichthärtenden Komposite stattfindet. Jedoch, wenn man weiter in den Mund reingeht, reicht diese Halogenlampe nicht mehr aus, um die Stoffe zu härten. Dort findet man dann den selbsthärtenden Teil des Komposits.